Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem heutigen Dienstagswebinar hier am 13. November, präsentiert von Tikmil, Ihrem Partner für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Sie sehen also, Sie können hier eine Menge Instrumente traden zu sehr, sehr guten Konditionen. Ludger, schönen guten Morgen. Ich begrüße alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer auch an dieser Stelle hier im Webinar auf Facebook und auch im GoToWebinar, wo wir hier seit kurzem auch direkt mit streamen, um all diejenigen zu erreichen, die nicht im Facebook hier zuschauen können. Wir blicken hier jeden Morgen auf die aktuellen Handelsideen. Heute habe ich für Sie vorbereitet. Jetzt schaue ich gleich nochmal auf meinen Spickzettel. Euro-Austral-Dollar. Wir schauen ins WTI hinein und wir blicken einmal in den Chart vom Silber. XAGUSD, das Kürzel hier an dieser Stelle. Elena, auch dir einen schönen guten Morgen. Bevor wir das allerdings tun, kommt noch der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. All das, was wir hier zeigen und erzählen, sind Dinge zur Veranschaulichung, zur Weiterbildung. Und wenn Sie traden, dann bitte machen Sie Ihre eigenen Handelsentscheidungen und vergewissern Sie sich, dass Sie mit CFDs auch arbeiten können. Das heißt, dass Sie die Instrumente in Ihrer Art und Weise auch verstehen. Schauen wir mal auf die heutige Tagesvorbereitung. Da starten wir wie jeden Morgen mit dem Blick in die Nachrichten. Gestern gab es ja relativ wenig von der Nachrichtenseite, trotzdem viel Bewegung an den Märkten. Sie haben sicherlich mitbekommen, die Indizes haben die Korrektur, die letzte Woche schon begonnen hat, nach unten hin fortgesetzt. Wir schauen einfach mal, ob es das zweite Bein wird. Ein bisschen Luft ist noch. Gehen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Zuvor hier zu den Tagesnachrichten an dieser Stelle. Wir haben hier an dieser Stelle heute Morgen um 8 Uhr die Verbraucherpreisindizes oder den Verbraucherpreisindex hier in Deutschland gehabt. Hier steht die Zahl noch nicht, es sind 0,2. Also das heißt hier Prognose getroffen. Was gibt es heute im Tagesverlauf noch? Hier bei uns in Deutschland die wichtigste Meldung ist der ZEW. Konjunkturindex, das heißt die Konjunkturerwartungen hier für Deutschland werden um 11 Uhr bekannt gegeben. Das sind wichtige Sachen, an denen sich die Unternehmenslenker einfach mal mit äußern können. Dann gibt es heute haufenweise Reden von EZB bzw. FOMC-Mitgliedern. Wir haben es hier um 9 Uhr, um 9.45 Uhr seitens der EZB. Dann haben wir hier am Nachmittag und am Abend dann FOMC-Mitglieder um 16 Uhr, um 20.20 Uhr und um 23 Uhr. Also einiges an Nachrichten von Notenbanken und Sie wissen, das kann immer für die ein oder andere Verwerfung auch an den Märkten sorgen. Und dann bekommen wir heute in puncto Öl, ja, Öl haben wir ja heute auch mit auf der Liste in den interessanten Charts. Um 12.20 Uhr gibt es den OPEC-Monatsbericht. Mal schauen, was hier entsprechend rauskommt. Und dann haben wir noch das Treffen der Eurogruppe, ist angesetzt hier ab 10 Uhr. Also heute eine ganze Menge Sachen, die für Bewegung sorgen können, einfach durch Verlautbarung oder ähnliches, also nicht durch klassische Zahlen, außer hier der wichtigste ZEW-Konjunkturindex, aber hier, wenn halt EZB und FOMC sprechen oder OPEC im Monatsbericht gibt, das sind alles Sachen, die können hier für mehr oder weniger unplanmäßige Bewegungen sorgen. Sven, einen schönen guten Morgen. Ja, was gibt es heute in den Charts zu sehen? Ich mache gleich mal den Tikmil hier, den MetaTrader 4 mit dem StereoTrader entsprechend auch auf. Da sehen wir hier entsprechend, habe ich gleich mal offen, noch vorhin aus der Vorbereitung für den aktuellen Handelstag hier den Chart vom Silber mit offen. Ich zoome das mal kurz ein bisschen kleiner, damit wir uns hier mal ein, ja, sag ich mal, großes Bild machen können. Ich gehe einfach am besten mal kurz in den Wochenchart hinein, weil da sehen wir deutlich besser, wo wir hier momentan entsprechend auch stehen. Das heißt, wenn wir mal schauen, guckt mal, hier unten, das war das Jahrestief vom Dezember 2015. In diesem Bereich stehen wir, das ist die Linie, die ich unten reingelegt habe. So, jetzt gehe ich wieder in den Tageschart hinein, da ist das Ganze etwas schöner für uns zu sehen hier. Ich ziehe den mal noch groß, so, da ist der ganze Rest oben nicht mehr zu sehen an Linien, die hier noch im Chart lagen. Also wir haben hier die Situation weiterhin, dieses Band obenrum um die 14,90, 15 ist der Deckel drauf, untenrum bei 14 Euro. Entschuldigt, es ist natürlich US-Dollar, also obenrum der Deckel bei 14,90 bis 15 US-Dollar, unten bei 14 US-Dollar der Boden, wo immer mal ein Abpraller kommen kann. Hier, wir haben es hier drüben gesehen, da ging es nach oben Richtung 14,90.
dann haben wir hier jetzt wieder die Situation, der Markt steht wieder innerhalb dieser Support um die 14 Dollar. Hier kommt es jetzt wirklich drauf an, hier müssen wir den Markt ganz genau beobachten, was er macht. Wenn jetzt hier entsprechend Bewegung nach oben reinkommt, dann wäre das der Rebound. Oliver, einen schönen guten Morgen zu dir. Rebound heißt, wenn wir nach oben laufen, wann haben wir Anlaufpunkt oder wo haben wir Anlaufpunkt im Markt? Da können wir ganz schön hier, ohne in die untergeordneten Zeiteinheiten mal zu schauen, erst einmal hier die Tageshoch sehen. Je nachdem, wie weit dieser Rebound, dieser Abpraller geht, haben wir hier die Tageshochs um die 14,21, hier oben die 14,44 und hier die 14,59,60 in diesem Bereich. Das liegt auf der Oberseite, wenn der Markt hier unten rumdreht. Das wären markante Punkte, wenn wir in dieser Range bleiben, das heißt dann halt auch noch ein bisschen Weiterlauf. Klar, hier oben wäre dann erst einmal, wenn wir in der Range bleiben, haben wir jetzt die Möglichkeit, einen sozusagen Abpraller von der Range-Unterseite hin zur Range-Oberseite schieben und dann passt das Ganze hier auf der Oberseite bei dieser oberen Range. Das heißt, da kommen dann neben den bekannten oder jetzt genannten Marken hier dann halt auch noch die Marken drüben liegen, die wir sie hier haben, bei ungefähr 14,72. Dann haben wir hier wieder noch einen Tageshoch bei ungefähr 14,76 und hier dann natürlich oben der Bereich in dieser Marke mit drin. Supi. Also hier an der Stelle Range Trading super möglich. Wir sind gerade unten, wir können nach oben laufen. Auf der anderen Seite bricht der Markt unten drunter weg. Also schieben wir die 14 komplett beiseite. Dann ist der nächste Anlaufpunkt hier wirklich tatsächlich dieses alte Tief aus dem Jahr 2015, was wir vorhin gesehen haben, im Bereich von ungefähr 13,66. Das mal zur Unterseite. Wir schauen uns jetzt in der kleinen Zeiteinheit allerdings noch einmal diesen Rebound-Möglichkeit an, also das heißt diesen Range-Trade, den wir machen können. Und da sehen wir halt in den kleinen Zeiteinheiten, da müssen wir nicht mal in die 5 Minuten schauen, da sehen wir schon in der Stunde, wie das Ganze hier entsprechend vonstatten geht. Und zwar sehen wir hier unten hier diesen Markt nach unten. Jetzt hat sich hier schon was nach oben etabliert, läuft jetzt wieder so ein bisschen seitwärts. Und wenn wir Dynamik nach oben reinkriegen, dann haben wir schon mal die erste Chance zu sagen, okay, wir machen erstmal hier den Weg bis zum gestrigen Tageshoch. War das das Tageshoch von gestern? Muss ich mal kurz reinlugen. Ja, genau, das war das Tageshoch von gestern. Und wenn wir dann da oben drüber gehen, dann ist dieser Trend, dieser Schub, dieser Abwärtsschub, dieser Abwärtstrend hier gebrochen. Hier war ja Innenkerze. Wenn man das mal so sieht, kann man das als Korrektur sehen, das als tiefe Bewegung. Also das ist schon früh sozusagen rausgebrochen worden. Wer das größere Bild nimmt, der muss halt sehen, dass wir hier oben drüber laufen. Also es kommt auch immer darauf an, wie eng sie am Markt liegen und hier das Ganze zu sehen. Das heißt, jetzt haben wir hier die starke Bewegung nach oben gehabt. Wenn es jetzt hier eine Korrektur gibt und der Markt dann wieder nach oben schiebt, dann haben wir dieses Bild hier, Bewegung, entsprechend ein Stückchen Korrektur, was wir hier möglicherweise sehen, wo der Markt noch nicht so richtig oben raus will. Und solange wie wir vor diesem Punkt hier rumdrehen, ist alles in Ordnung. Und wenn der Markt dann entsprechend hier nach oben läuft, dann wäre das erste Mal das erste Zeichen, dass wir hier ein Stückchen Rebound bekommen. Und wenn es dann hier oben drüber geht, dann halt, dann wissen Sie Bescheid, dann haben wir das Potenzial, hier auch ein Stückchen weiter gegenbewegen zu sehen. Und das wäre dann die Eröffnung dieses Range Trades sozusagen von der Unterseite zur Oberseite, dass man sich das Ganze hier entsprechend mitgeben lässt. Wie schon gesagt, wann Sie wo wie einsteigen vom Setup her, das müssen Sie an Ihrem eigenen Zeitmanagement auch machen, das heißt, damit Sie sehen, wo und an welcher Stelle Sie aus welcher Zeiteinheit heraus traden können. Die Richtung können wir hier schön vorgeben lassen, wie schon gesagt, bei solchen Abpraller-Trades ist man ja auch nicht meistens ewig dabei, sondern eher im kurzfristigen Bereich, das heißt, das gibt Ihnen dann entsprechend hier auch den Hinweis auf das Thema Zeiteinheiten. Wichtig ist halt, hier kann Bewegung reinkommen, erste Bewegung haben wir ja schon gesehen und wenn die anhält, dann haben wir hier beide Seiten entsprechend offen, das heißt, laufen wir hoch, haben wir hier die Möglichkeit, erst einmal drüber zu gehen und dann nach oben zu schieben. Wird es nur eine Korrektur, dann sieht der ganze Spaß natürlich so aus, dass wir hier nur so ein Stückchen nach oben sehen und vor diesem Hoch, beziehungsweise spätestens an diesem Hoch wieder rumdrehen und dann hier wieder die Richtung nach unten aufnehmen. Und das wäre dann ein Zeichen dafür, dass der Markt schwach bleibt und wir eher die Unterseite hier und möglicherweise einen Bruch dieser Unterstützung hier unten mit im Markt sehen werden. Das wird uns hier zeigen. Also Sie sehen eine Marke, wo deutlich Bewegung ins Spiel kommen kann. So, jetzt geht es zurück in den Tageschart und zwar in den Tageschart von Euro-Austral-Dollar. Nehmen wir uns auch gleich mal mit auf den Chart Euro-Austral-Dollar. Hier auch ein Markt, der macht also mir persönlich Spaß. Muss ich so sagen, weil er einfach wirklich schöne und entspannte, Trading-Möglichkeiten gibt, die wir hier entsprechend
immer wieder handeln können, wo der Markt auch immer wieder schön anhält. Meine Wenigkeit ist schon viel, viel früher hier in den Titel in die Abwärtsrichtung eingestiegen, aber ich spiele ja hier relativ wenig eine Rolle. Ich bin nur derjenige, der hier jeden Morgen ein paar Ideen gibt. Umsetzen muss so eine Idee jeder Trader von seiner Seite her auch. Also das ist immer sehr, sehr wichtig, dass das Ganze in ihr Handelssetup passt. Warum gucke ich jetzt in den Euro-Austral-Dollar? Weil wir im Euro-Austral-Dollar zwei verschiedene Dinge haben. Erstens, wir haben jetzt hier, ich habe es mal angezeichnet, bezogen auf diesen Trend hier, eine sehr, sehr, sehr weite, lange Bewegung. Wir haben hier untergeordnet auch noch entsprechend ersichtlich diesen Abwärtstrend hier. Der ist auch extrem weit gelaufen hier in dieser Richtung, steht also sehr, sehr weit in Bewegung. Und wir sind jetzt hier in diesem Währungspaar entsprechend an einer Marke angelangt, wo eventuell ein Rebound kommen könnte. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen, wir hatten hier um die 1,56, 1,06 hier in diesem Dreh rum, hier drüben immer mal sozusagen Abpraller im Markt gehabt, wo der Markt jetzt aufgelaufen ist. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant zu sehen oder zu beobachten, was wir hier unten machen. Das ist jetzt ein Support und wenn dieser Support aufgenommen wird, dann ist es durchaus möglich, ja, dass wir hier einen Schub nach oben bekommen, hin zu den Tageshochs. Wir haben hier zwei Tageshochs relativ eng aneinander liegen. Das von gestern liegt bei 1,56884, das da drüber liegt bei 1, wo haben wir es hier drüben, haben wir es hier, das liegt bei 1,56968, die liegen relativ eng beieinander und dann haben wir hier entsprechend noch bei der Tageskerze vom 8.11. das Hoch entsprechend bei 1,57337 hier oben. Das ist also das Hoch von dieser Kerze. Das wären mal kurzfristige Anlaufpunkte. Wenn es eine tiefere Korrektur gibt, und das ist ja das, was der Markt hier oben auch schon gemacht hat, dann kommt durchaus auch ins Möglichkeiten ins Spiel, wenn der Markt wirklich reinläuft, dass wir hier oben diese Tageshochs anlaufen und dann hier in diesen Widerstandsbereich bei 1,58750 entsprechend wieder reingehen. Das heißt, das ist jetzt hier im kurzfristigen Bereich durchaus ohne weiteres drin, wenn es zu einem Rücksetzer hier an dieser Stelle kommt. Hier drüben, wie schon gesagt, hat es ja immer mal schon ein bisschen auch entsprechend geklappt. Ansonsten, wenn wir unten weiter durchlaufen, liegt hier das nächste Tagestief. Das ist das Tagestief vom 18.06. hier an dieser Stelle. Das haben wir liegen bei 1,55442 hier. Das ist also diese grüne Linie ungefähr, die ich eingezeichnet habe. Die ist ja bei 1,55437 und danach kommt hier das nächste leichte Support-Level bei 1,54624. Das ist das Ganze, was nach unten läuft. Ob der Markt jetzt komplett einfach durchläuft, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich würde mir wünschen, für einen besseren Einstieg, dass wir mal etwas, sagen wir mal, Rücksetzer bekommen und dann aus der Korrektur wieder nach unten traden können. Ansonsten müssen wir sehen, kommt auch wieder auf den Zeitrahmen drauf an, den Sie entsprechend auch traden. Hier ist es dann interessant, wo der Markt wieder rumdreht. Also schiebt er nach oben, kriegen wir Korrektur, wenn sie wieder rumdreht, hervorragend. Das besprechen wir dann, wenn es soweit ist, wenn wir das Umkehrsignal aus einer Korrektur bekommen. Und ansonsten ist es halt so, wenn Sie eher in den kurzfristigen Zeiteinheiten traden, wir haben ja hier noch ein paar Anlaufpunkte zur Unterseite, die nicht ewig weit weg sind. Hier sind wir schon mal drauf rumgedreht. Wenn es hier tatsächlich unterm Tief zum Bruch kommen sollte, haben wir das nächste Tief hier schon weiter weg, ein Stückchen, aber nicht so weit weg, dass man es überhaupt nicht durch Tageskerzen erreichen kann, weil Sie sehen ja, was wir hier in diesem Chart teilweise an Tageskerzen haben. Wichtig ist halt, dass sie flink sind bei solchen kleinen Trades. Das heißt hier nicht Ewigkeiten, die Ziele weit wegsetzen, sondern wirklich alles in realistischem Maße hier in diesem Punkt entsprechend auch mit zusammenbringen. Und damit geht es jetzt aus dem Euro-Austral-Dollar, also aus dem Währungsbereich in den Bereich der Rohstoffe. Und da, wie vorhin auch schon angesprochen, schauen wir uns mal das WTI an. Der WTI, der Ölpreis, es ist fabulös. Was hier nach unten läuft, das ist fast unglaublich. Das ist also der Schub nach unten. Man könnte fast den Eindruck bekommen, es braucht keiner mehr Öl. Also das ist ja Wahnsinn. Wir sind hier oben, wir hatten hier vor nicht allzu langer Zeit, hatten wir das Hoch bei ungefähr 77 US-Dollar. Jetzt stehen wir bei, wir stehen bei gut 58. Also das ist schon nicht von schlechten Eltern, also aktuell sind es 59,22, wo wir stehen. Hier unten haben wir das Support-Level bei 58, auch das mache ich mal ganz kurz etwas kleiner, damit wir mal etwas mehr an Historie sehen. Also wenn wir mal sehen, was hier sozusagen über die Monate auch schön immer trendförmig, je nachdem welche Trendgröße man gewählt hat, nach oben getradet werden konnte, ist hier einfach in dieser kurzen Zeit
komplett nach unten abrasiert worden. Wir sehen ja auch schön diesen Trendverlauf. Also es ist jetzt so, dass das Öl auch sehr schön trendet. Aber was wir hier sehen, egal in welchen Zeitrahmen wir die ganze Geschichte jetzt einsortieren, wo das Raster hinkommt, rum wie num, wir haben momentan einfach eine sehr, sehr, sehr weite Bewegung hier nach unten hin. Das heißt, das Gummiband, wenn man mal in diesem Kontext bleiben möchte, ist schon extrem weit gespannt, wenn man sich mal die anderen Bewegungen anguckt. Also sowas hier in dieser Art und Weise mit diesem starken Schub nach unten gab es sehr, sehr, sehr lange nicht. Das heißt, hier wird mit Überschreiten von bestimmten Marken einfach auch irgendwann mal ein Rebound fällig. Und das ist das für die aktiven Trader. Wenn hier der Rebound kommt, dann kann man da wirklich zupacken und davon ausgehen, dass sich hier mal ein bisschen Druck nach oben entlädt. Wenn wir das haben, hier in diesem Chart zu sehen, dann bekommen wir den Rebound. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier oben. Dieser Widerstand um die Marke von 60 Dollar, ich weiß, das ist jetzt nicht so gigantisch weit hoch, aber wir sind ja hier immerhin im kurzfristigen Trading. Wenn es mehr Rebound gibt, das heißt, wenn der Schub nach oben deutlicher kommt, dann geht man halt aus dem kurzfristigen eher in den Swing-Bereich. Und da werden die, sage ich mal, Marken, wo man hinlaufen kann, schon deutlich interessanter. Das heißt, hier im mittelfristigen Bereich haben wir dann erst einmal hier natürlich die 60, dann hier dieses Tageshoch von gestern bei 61,22. Dann kommt hier der nächste Widerstandsbereich bei der Marke von 2. Das sind dann andere Größen, das geht dann im Swing. Wichtig ist halt, dass der Einstieg an dieser Stelle auch passt. Das muss auf dieser Stelle auch noch einmal gesagt werden. Das wäre dann sehr, sehr interessant. Und wir gucken jetzt hier mal in die kleineren Zeiteinheiten auch rein. Das machen wir ja immer so, das möchte ich an dieser Stelle auch beibehalten. Einfach um zu sehen, was wird denn hier ein Rebound? Wenn wir einen Swing-Rebound bekommen, dann brauchen wir halt den Trendbruch auf der Stunde. Anders geht das nicht. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt einen Swing auf 63 hoch und brechen den Stundentrend nicht. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Heißt also, wer das Ganze im ganz kurzfristigen Bereich traden möchte, der sieht jetzt hier unten, sehen Sie das, diesen leichten Aufwärtstrend, den wir hier haben. Es kommt nach solchen starken, scharfen Schüben, wie wir es gestern gehabt haben, auch gut zustande. Das heißt, der Tag gestern, der war eigentlich relativ interessant, weil wir hatten hier tatsächlich erste Anzeichen dafür, dass der Markt nach oben laufen möchte. Aber dann haben wir halt gesehen, er hatte nicht die Kraft, weiterzulaufen. Das heißt, das, was wir gestern hier in grün gesehen haben, das war nichts weiteres als die Korrektur im bestehenden Abwärtstrend. Den sehen wir ja hier sehr, sehr schön nach unten auch mit eingezeichnet. Das ist einfach jetzt momentan da. So. Wer sich aber sagt, wenn der Markt so tief gelaufen ist, da kann man ruhig ein bisschen Überdehnung traden. Das heißt, aus den kleinen Zeilen, da nimmt sich jetzt das da. Hier ist unten ein kleiner Aufwärtstrend entstanden. Wer diesen traden möchte, der packt einfach die 5 Minuten an und schaut, wie sich das Ganze hier in den 5 Minuten beispielsweise ergibt. Und wenn sich dort entsprechende Handelssignale für die Richtung in diesen kleinen Aufwärtstrend hier bilden, dann können wir das einfach annehmen und dann nach oben ein Stück weit traden. Das wäre dann halt die Korrektur der Stunde, die wir hier haben. Und wie schon gesagt, da bitte auch mit flink sein, wenn wir in die 5 Minuten mal reinschauen. Da sollte man im Chartverlauf halt auch sehen, wer nach uns kauft. Und wir sehen halt hier auch da im Chartverlauf, da ist alles ziemlich flix nach unten gelaufen. Also flink meine ich. Also sehr, sehr fix hier runter. Hier oben ist ein kleiner Anlaufpunkt, dort ist ein Anlaufpunkt. Also es ist momentan aus trendtechnischer Sicht möglich zu traden. Was die Ziele angeht, muss man einfach mal schauen. Aber da bitte wirklich auch auf die einzelnen Handelsstrategien schauen. Man kann auch sagen, man tradet dann den Trend, der hier an dieser Stelle entsteht, bis er bricht. Und da entsprechend ohne Ziele zu arbeiten. Wichtig ist aber am Anfang bei diesem Markt auch, weil es ist was für aktive Trader, wenn man so einen Rebound tradet. Bitte den Stop, der muss an der richtigen Stelle, nicht zu weit, nicht zu eng. Und dann kann das Ganze entsprechend auch mit funktionieren. So, damit sind wir hier an dieser Stelle angekommen. Ich schaue gleich nochmal in die Chats rein. Ich sehe, der Holger ist auch dabei, der Oliver ist da. Hans, einen schönen guten Morgen euch allen von meiner Seite her. Ich wünsche jetzt an dieser Stelle auch allen einen schönen Handelstag. Ich freue mich wieder, viele Zuschauer hier live dabei gehabt zu haben. Wenn Sie Fragen haben, auch scheuen Sie sich nicht. Sie können wirklich auch Wunschmärkte hier entsprechend mit reinnehmen. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Ansonsten machen wir morgen einfach weiter. Morgen gibt es die nächsten Handelsideen, die finden Sie auch direkt wieder im Blog hier bei uns auf Tickmill, beziehungsweise wenn Sie dann etwas später mit reinschauen hier, besprechen wir um 8.30 Uhr oder ab 8.30 Uhr live die entsprechenden Handelsideen. Also schauen Sie rein, sind Sie dabei. Wer das Ganze nicht live schauen kann, schaut sich die Anzeichen auf. Ansonsten, wer live dabei sein möchte, hier auf Facebook die Website bzw. die Facebook-Seite von Tickmill einfach liken. Oder wenn Sie im GoToWebinar das Ganze haben, möchten Sie
das Ganze natürlich mit Anmeldung machen, sonst kommen Sie nicht in GoToWebinar rein. Da ist es wichtig, dass Sie sich entsprechend auch anmelden. Den Anmelde-Link übrigens, ich habe vorhin mal geschaut, wollte ich Ihnen hier gleich zeigen, auf der Website von Tikmil habe ich ihn jetzt nicht gefunden bei den Webinaren. Das heißt, wir haben ja hier bei der Website von Tikmil entsprechend hier im Bereich der Webinare die Ausbildung und da sehen Sie zwar die Handelsaufzeichnungen hier, allerdings sehen wir hier noch keine Anmeldemöglichkeiten. Ich gebe das auch gleich mal weiter, dass das relativ zeitnah mit reingegeben wird, dass wir uns hier natürlich auch alle für die GoToWebinare hier jeden Morgen entsprechend auch anmelden können. An dieser Stelle, wie schon gesagt, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit hier zusammen mit mir im Morning Briefing und ich sag mal, traden Sie gut, haben Sie einen angenehmen Tag und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Mike Seidel.